Das Ende ist nah. Oh, schon wieder so ein Viech. Meine Fresse. Die Nerven. Ah! Auf einmal steht er vor mir. Oh, Crit. Ohne große Umstände. Drachenseele inhaliert. Es wird dunkel, es ist schlecht. Ich bin noch in die falsche Richtung gegangen, muss ich dazu sagen. Ja, ich bin wirklich in die falsche Richtung gegangen. Ich bin hier hinten falsch abgebogen bei der Totgeburthöhle. Ich bin da reingegangen und wieder raus und falsch gelaufen. Können wir eigentlich in die Richtung wieder zurückrennen. Trifft sich aber gut, dann ist ein Feuerdronach. Sehr interessant, dass er hier in der Eiswelt überleben kann. Wegschrein ist auch nicht in der Nähe. Ja, die sind evil. Wo renne ich eigentlich hin? Wo laufen sie denn hin? Nein! Oh, verfickte Kacke. Die Dunkelheit rückt näher. Sie wird immer dunkler. So, Logan oben im Himmel, geheiligt werde dein Name. Deine Stärke komme, dein Wille geschehe. Wie in Skyrim, so in der Hölle. Unser tägliches Schwert gib uns heute. Was bist du für einer? Seid gegrüßt, Schwester. Achso. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Nö. Andern mal. Deine Teleport-Taktik kann bei mir nicht ziehen. So, ich muss wieder zurück. Oh, so eine Scheiße. Wir könnten da hinten übernachten. Bei dem Burg, die haben wir ja gerade leer gemacht. Ich habe gesagt, die habe ich leer gemacht. Was kommt denn da auf uns zu? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann
Sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Seht ihr, warum ich das... warum ich jetzt übernachten will? Ich sehe nichts mehr. Ein bisschen sehe ich noch was, also nicht viel. Also wenn wir einen Falken kriegen, hätte ich jetzt ein Problem. Ist das Schwert. So, hier sollten wir nachten. Boah, Alter. Ich wurde von der Tür weggestoßen. So, 12, 13 Stunden. Dann gehen wir weiter nach Norden und erkunden da das Gebiet. Da wollte ich nämlich ursprünglich hin. Self-conscious? I love saying that to guys when they are with their wives. Ach, oh, nein, Knochen zu schwer. Ah, toll. Boah, was ist das für eine Welt? Ach, guck mal, Weltbosse. Boah, Loot. Hat jemand von euch einen Mantel? Den braucht noch einen... Also noch ein Rückmantel. Das ist eine fette Rüstung. Ich glaube, wenn wir schmieden, könnten wir so viel mal eine bessere Rüstung machen. Wir den Weg nach Einsamkeit finden. Warum gehen wir überhaupt auf eine Hochzeit in so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs? Was? Wir haben leider keinen Mantel fallen lassen, aber immer ein bisschen Geld. Das heißt, wir waren Nutzen dieser Geschichte. Was uns zugute kommt. Ach du heilige Maria und Josef, da kommt ein Drache angeflogen. Kommt ein Drache geflogen, beißt er dich in den Arsch. Ja, super. Toll, hast du gut gemacht. Genau in die Lücke, wo ich nicht ziehen kann. Näher ran. Er will unbedingt den Eisbären. Dragons.
voll Eisflieger. Ha! Cool, ich habe noch eine Seele des Bären eingefangen. Oh, ich sehe eine Himmelsscherbe. Die glitzert sogar noch. Die muss ich haben. Die muss ich mir jetzt holen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Ort ist hier. Und die Mächtigen im Himmel haben mich auserkoren, die Welt von dem Bösen zu befreien. Und die Welt stimmte und schaute zu. Hier geht's verdammt tief runter. Wenn es jetzt aufgegangen wäre, ne? Alter. Ich glaube, dann hätte ich den Boden unter meinen Füßen verloren. Du wirst nicht aufgehen, du wirst nicht aufgehen. Die Frage ist, warum geht's nicht auf? Ist bestimmt für eine Quest später wichtig. Fragen über Fragen, aber doch wenig Antworten. Könnten mich aber mal in diese Richtung begeben, da gibt es nämlich auch noch mal was. Joa, brüll du mal. Schneeschleier Zuflucht entdeckt. The guards in Skyrim are a miserable bunch. We risk life in limbs slaying wolves, bandits and a lot worse all day. Das ist eine Quest, ne? Ich befinde mich auf dem Weg zur Schneeschleierflusslucht. Kaljas letzte bekannten Aufenthaltsort, um Mercer freizutreffen. Mercer und ich haben uns vorgenommen, sie aufzuspüren und für den Mord an Gallus zur Rechenschaft zu ziehen. Will ich nicht machen. Cool, er hat sein Pferd umgebracht. Ist ja dumm. Warum will ich das nicht machen? Weil ich im Moment andere Ziele verfolge. Und die Diebesgilden-Questen sind im Moment nicht Teil davon. Alter, ist das weiß hier. Ach, weißt du was, wenn wir schon mal dabei sind, oder? Weiß ich. Sulft liegt da unten. Das ist ein Gebiet, wo ich überhaupt nicht hinkomme im Moment. Wisst ihr was? Wir machen das. Wir sprechen mal mit ihm hier. Gut, dass ihr endlich kommt. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Kalia noch da drinnen ist. Habt ihr sie gesehen? Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Wollt ihr, dass ich die Führung übernehme? Oh, entschuldigt. Ich hatte gedacht, dass ich ihr das Sagen hätte. Ihr geht vor, ich folge euch. Soweit verstanden. Ja. Bleibt konzentriert und haltet eure Augen offen.
Talia ist tödlich wie eine Klinge. Echt? Und wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Ist geil. Das wird mir überhaupt nichts nützen. Ich mach gar keinen Schaden. Wie ist Gallus gestorben? Vor 25 Jahren stand ich schon einmal vor diesen Ruinen. Gallus wollte mich hier treffen, aber er hat mir nicht verraten, warum. Als ich ankam, trat Gallus aus dem Schatten. Bevor er etwas sagen konnte, durchschlug ein Pfeil seine Kehle. Bevor ich auch nur meine Klinge ziehen konnte, traf ihr zweiter Pfeil mich in die Brust. Kalia hat es ganz alleine mit euch beiden aufgenommen? Kalia war eine Meisterschützin und ihre größte Waffe war das Überraschungsmoment. Ich hatte Glück, sie hat mein Herz nur um Haaresbreite verfehlt. Ich stolperte von den Ruinen weg und mein Blick begann sich zu trüben. Da wusste ich, dass die Schlampe ihre Pfeile vergiftet hatte. Und Gallus? Das letzte, was ich sah, war Kalia, die seine Leiche in eine Öffnung hoch oben auf den Ruinen fallen ließ. Ein schändliches Ende für einen bemerkenswerten Mann. Bis heute bereue ich es, dass ich sie nicht aufgehalten habe, auch wenn der Versuch meinen Tod hätte bedeuten können. Das wäre ich Gallus schuldig gewesen. Was passierte, nachdem Gallus gestorben ist? Die Gilde verfiel in Chaos. Mehrere Mitglieder versuchten, Gallus' frühere Position als Gildenmeister einzunehmen. Um diese Männer scharten sich im Nu eigene Parteien. Der Rattenweg versank in einem Blutbad. Und ihr habt dazugehört? Ich habe gesehen, was sie Gallus angetan haben. Ich wollte die Ressourcen der Gilde nutzen, um Kalia zur Strecke zu bringen. Die anderen kümmerte sein Tod kein Stück. Glücklicherweise konnte ich mich durchsetzen. Die anderen Gruppen wurden entweder getötet oder haben Himmelsrand verlassen. Und was ist mit Kalia? Die internen Konflikte dauerten Monate an. So hatte sie die Zeit, unterzutauchen und ihre Spuren sorgfältig zu verwischen. Ich habe tausende Septime ausgegeben und alle meine Kontakte genutzt, aber sie war wie vom Erdboden verschwunden. Wie gesagt, sie war die Beste. Erzähl mir etwas über Kalia. Sie war eine dickköpfige Dunmeer. Es musste immer alles nach ihrem Kopf gehen. Aber sie war auch die Beste. Sie hat in einem Monat mehr Geld verdient, als manche Diebe in einem Jahr schaffen. Gallus hat ihr zu sehr vertraut und sie zu nah an sich herangelassen. Und dann hat sie also eine Beziehung. Wenn ihr das so nennen wollt, ja. Wenn ihr mich fragt, hat sie ihn weichgeklopft, um ihn später leichter erledigen zu können. Gallus nannte sie seine kleine Nachtigall. Er war absolut in sie vernarrt. Warum hat sie ihn getötet? Gier, Eifersucht, Verachtung. Wer weiß schon, was sie zu einem solch schändlichen Verbrechen getrieben hat. Aber eines verspreche ich euch. Ich werde es herausfinden, bevor sie ihren letzten Atemzug nimmt. Ist Mord nicht eigentlich das Spezialgebiet der Dunklen Bruderschaft? Ich habe seit langem eine Vereinbarung mit der Dunklen Bruderschaft. Wenn jemand in der Gilde beseitigt werden muss, erledigen wir das selbst. Wir sind beide der Meinung, dass es am besten ist, solche Dinge intern zu erledigen. Haltet eure Waffe bereit. Kalia weiß sicher, dass wir hier sind. Alles klar.